Ja, wunderbar. Wunderbar, ne? Dann kann Aber man lässt du da. das so als schmalen Steg? Ja, soll jetzt nicht irgendwie Hauptverkehrsweg sein, also. Ja, was wolltest du jetzt machen? Mache ich das hier noch? Ups. So. Ne, vor allem mache ich das hier noch. Ups. Ja. Ja, genau, jetzt kommt man nicht von der Treppe, da kannst du entweder da zur Seite runtergehen oder komplett runter. Und dann verjüngt sich die Treppe auch so ein bisschen nach oben hin. Das ist ja ganz schnieke. Huch, was ist da jetzt gebaut? Guck mal, wie es Okay. aussieht so. Muss man jetzt so im Ja, Kreis laufen? so finde ich gut. Klares Design. Huch, hier ist ja noch ein Loch. Nicht da. Geh mal in dieses Miniräumchen. Also unter der. Ja, genau. Da, wo ich das Holz. Das ist da. Da macht das weg. Ja, das finde ich aber schick. Also. Okay. That find I schick. So, da geht's raus. Dann geht's hier raus. Ach, das ist ja perfekt. Da kommen wir ja direkt da. Ja. Da ist Rook. Jedenfalls kommst du nicht auf dem Bergfried raus. Da musst du dann tatsächlich in der Zwischenebene hin. Huch, danke. Nee, ich meinte das hier eigentlich so als additional Rundgang. Also wie oben. Was haltet ihr eigentlich davon? Schreibt doch mal in die Kommentare lieber, wie ich konventioneller Baumodus auf manuelle Art heißt, rumlaufen und Blöcke setzen oder wieder König Feucht das macht im Build-Mode. Quasi industriell fertigen. Was? Die Wurst ist eine Insel? Mein Lebenssinn. Ah. Das ist gleichzeitig schön, aber auch traurig. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Unser Leben für den Hund. Wabbel, wabbel. Schwabbel, Schwabbel. Schwerbel, werbel. Wir wohl auch Vegetarier unter den Zuschauern haben. Gibt es die eigentlich wirklich oder ist das immer nur so Schauermärchen Finde unter... das aber weder würdig noch recht. Nee. Dachte früher immer, Vegetarier sind nur so Schauermärchen von Fleischereifachverkäufern. Was man sich dann so nachts am Lagerfeuer erzählt. Der Vegetarier. Dun, dun, dun. So in der Art. Müssen wir diesen Soundeffekt darunter legen. Müssen ganz viele Kassen wieder aufgeschlossen werden. So, es ist der Vielleicht sollte man Turm sie größer einfach nicht geworden. zu machen, zuschließen. Was, er ist oben größer geworden? Wer jetzt? Der Turm. Ach so, dann ist es gut. Also der schon vorhanden seiende, den musste ich ja anpassen, weil der gefiel mir von Formfaktor her nicht mehr. Dein Turm gefiel dir vom Formfaktor nicht mehr, deswegen musstest du ihn größer machen. Okay. Fair enough. Verdammt. Lang her. Verdammt. Lang her. Von Dompen, von Dompen. So. Additional Rundgang. Na 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 na.
Sowas wird jetzt zum Beispiel auch in den automatischen Untertiteln versucht. Als Prozent zu übersetzen. Ja. Wir kriegen auch immer irgendeinen Fußballverein, so TUS irgendwas. Ich habe den Ort vergessen, aber was sagen wir noch häufig laut automatischen Untertiteln? Ramsauer. Ja. Okay, nicht oft, aber das haben wir angeblich gesagt. Ja, in einem SWOT-Video. Ja, genau. Ramsauer, Ramsauer, Ramsauer. Mal gucken, ob er das hinkriegt. In irgendeinem Video stand auch bei dir dann drunter Klick, 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 Klick. Was? Ja. Klick, 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 Klick. Hä? Ja. So, jetzt fehlt noch eine Treppe. Ja, die muss ich gerade bei mir auch wieder einflechten. Flecht, Flecht. Ringsum, rings, ringsum, ringsum, ringsum. Ups. Und so weiter. Ich denke mal, das ist eine elegantere Treppenlösung. Ja, das kommt hin. Entspricht es denn auch den Maßgaben von Recht und Würde? Auf jeden Fall von Recht und Winkel. Das ist Recht und Winkel. Wenn's ums Geld geht, Eisenbahn. Hä? Mm-mm. Das kam jetzt unerwartet. Ja. Wie die Eisenbahn. Top Gun. Gun. Der Top Gunner. Guten Tag, mein Name ist Gunner. Gunner Sörensen. Es ist duster, es ist duster. Ich finde es bei den neuen Textgrundwesen ein bisschen dunkler als vorher. Da würde ich zustimmen, aber es ist auch schöner. Das kommt drauf an. Wenn man sich gerade so einmauert und dann nichts mehr sieht, dann ist das schon. Ja, genau. Was bastelst du denn gerade? Zeig mal. Treppe. Ah. Mm-hmm.
diese Massen an Lichtblöcken hier so verteilt sind. Ja. Ja, auf YouTube ist das Ganze ja nochmal eine Ecke dunkler. Von daher müssen wir sowieso für ausreichende Beleuchtung sorgen. Aber in der Postproduktion ist ja alles möglich. Ja, werden wir dran denken. Haben wir nämlich bis jetzt nicht.